Vielen Dank, dass wir heute bei dir zu Gast sein durften, bei dir in Dortmund bei der Paddle City Halle. Kurze Frage von weg, hat mich interessiert. Du bist ja Fußballer. Was hat dich zum Paddle gebracht? Tatsächlich, Kumpels von mir haben die Paddle City gegründet. Dann war ich in Ingolstadt zu Besuch. Dort hatten wir die erste Anlage quasi. Und dann habe ich das erste Mal dort gespielt. War so infiziert vom Sport und habe mich sehr geärgert. In Ravensburg habe ich zu der Zeit gelebt und konnte nicht Paddle spielen dort, weil wir nichts im Umkreis hatten. Und was ist das? Ich meine, wir sind jetzt heute zu siebt angereist. Dich kurz gefragt, ob du noch vorbeikommst. Du hast sofort gesagt, bin dabei. Was bringt dich auch immer wieder auf den Court? Ja, weil es einfach brutal viel Laune bereitet. Also ich stehe schon die ganze Zeit oben in der Gastronomie bei uns, habe einen Schläger in der Hand, warte, dass irgendjemand ausfällt, dass ich einspringen kann. Nee, es ist... Der Sport ist einfach, so wie ich gerade gesagt habe, macht wahnsinnig Laune, egal ob jung, ob alt, ob gut, ob schlechtes Niveau. Es macht einfach richtig Laune, da mitzuspielen. Ja, ja. Problem ist, meistens bin ich der Schlechte, dann muss ich mich durchziehen lassen, aber... Das war heute anders, das haben wir gesehen. Letzte Frage, du bist jetzt hier Chef von Paddle City Dortmund. Geile Halle, mir gefällt sie sehr gut. Viele Courts, coole Gastro, sogar noch im Soccer-Bereich, was ich auch cool finde. Was ist dein Lieblingsort hier? Aktuell? Natürlich, auch neben dem Court ist es, ich wohne auch direkt auf der Anlage, meine Wohnung, weil ich da dann mal Ruhe habe. Es ist sehr, sehr schön. Die Anlage ist eigentlich immer voll. Wir haben sehr viel Betrieb in der Primetime, also abends ab 16 Uhr tagsüber. Kriegt man vielleicht noch mal einen Platz. Deswegen ist sehr viel Trubel. Dann bin ich immer mal wieder auch froh, wenn ich so im Rückzugsort bin in meiner Wohnung drüben. Aber es ist, ja, so wie du gerade gesagt hast, wir haben eine wunderschöne Anlage hier in Dortmund, wahrscheinlich mit die schönste oder wenn nicht sogar die schönste in Deutschland. Und das war der Grund für mich, nach Dortmund zu ziehen. Ich komme ursprünglich ja vom Bodensee. Ja. Dann zu sagen, ich gehe nach Dortmund, was jetzt nicht der natürliche Weg ist. Wobei ich sagen muss, Dortmund, wahnsinnig schöner Standort und die Anlage, wie gesagt, sehr, sehr geil. Definitiv. Deshalb danke dir für deine Zeit. Wenn ihr Paddle spielen wollt in Dortmund, dann ab zu Paddle City Dortmund. Da werdet ihr Steffen treffen. Und wenn ihr nur zu dritt seid, auch kein Problem, wie wir gerade gehört haben. Alles klar, danke.